Anna Behrendt auf Christina Brandi. Hier ist das Tor! Tor für Deutschland! Da ist das Tor! Tor für Deutschland, U23, und was für eine großartige Leistung von Safira Giersch, der den Ball mustergültig rüberlegt für Jolanda Kerrmann. Lea Steinmetz, Annika Zech, Lewandowski vor dem Tor. Und wenn Lewandowski vor dem Tor steht, wird es gefährlich. Da kommt der Schuss und Tor! Tor für Deutschland, U23. Maja Tolk schießt hier die U23. 15 Sekunden vor dem Ende zum wohlverdienten Führungstreffer. Giersch in der Ecke. Springt den Ball raus auf Maja Tolk. Annika Zech jetzt am Ball. Schöner Ball auf Maja Tolk. Und jetzt ist der Nachschuss da. Tor für Deutschland, Niederlicke, 3:1. Annabel Pillenkamp kann den Rebound nicht kontrollieren. Gewinnt hier das Turnier. Völlig überraschend. Und sehen Sie sich diesen Jubel an. Sie können es, glaube ich, gar nicht selber begreifen, was hier gerade passiert ist. Sie schlagen die A-Nationalmannschaft. U23 Deutschland. Ja, und mit diesen Szenen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich bei Ihnen als Zuschauer für den Nations Cup 2022. Es war ein tolles, tolles Event. Die Schweiz kommt noch dazu und ich glaube, England, Benjamin Aldroyd.